Willkommen auch zum Zürich Info. Eine Weltsensation feiern Zürcher Schultestklinik. Heute ist die 5000. eine ganz spezielle Operation durchgeführt worden. Die Ärzte können nämlich kaputte Knorpel, zum Beispiel im Knie, reparieren, anstatt dass sie dem Patienten Prothesen innen operieren müssen. Der Knorpel sorgt für reibungslose Bewegungen der Knochen im Gelenk. Dana Gablinger zeigt, wie dank der neuen Technik dem Patienten viele Sorgen und starke Schmerzen erspart bleiben. Eine Operation wie jede andere, könnte man meinen. In diesem Verfahren handelt es sich aber um spezielles Biomaterial, das temporär ins Kniegelenk eingebracht wird, einen Regenerationsprozess vor Ort erzeugt und sich auch vollständig wieder auflöst. Der Matthias Steinbach, Spezialist in diesem Gebiet, erklärt, wie es genau funktioniert. Gut, es sind im Wesentlichen drei Schritte, die wir unterscheiden. In einem ersten Schritt wird vom Patienten im Rahmen einer Gelenkspiegelung ein Stückchen Knorpel entnommen. Dieses wird dann in einem Labor über ein Zellzüchtungsverfahren vermehrt und in einem zweiten Schritt werden diese vermehrten oder gezüchteten Zellen dann in den Defekt eingebracht und bilden dort neues Knorpelgewebe. Bis vor einigen Jahren hat man in diesem Bereich mit Implantat und Metall geschafft. Das Regenerationsverfahren hat somit Pioniercharakter. Allerdings kommen da vor allem auch jüngere Patienten in Frage. Sind aktive Patienten, sind meist sportliche Patienten. Das sind Patienten, bei denen diese Zellregenerationsprozesse noch steuerbar sind, noch verbesserbar sind. In der Regel sprechen wir von umschriebenen Knorpelschäden. Wir wollen also keine Arthrose haben, sondern wir wollen noch den Zustand vor der Arthrose erwischen, weil wir hier eine Heilung erreichen können. Ein solcher Fall ist der 25-jährige Zahnarzt Benedikt Stab, der jetzt kurz vor seiner Operation steht. Seine Gelenke sind durch jahrelangen Sport stark abgenutzt. Gegenwärtig waren die Probleme, dass ich längere Strecken nicht mehr zurücklegen konnte, ohne dass eine Blockade im Kniegelenk stattgefunden hat. Er erhofft sich nach der Operation wieder beschwerdefrei laufen zu können. Rund anderthalb Stunden wird er vom Arzt operiert. Nach der Narkose ist er noch ein bisschen belämmert. Herr Stab, die Operation ist vorbei. Wie geht es jetzt weiter? Es geht so weiter. Ich bin jetzt noch 5 Tage in der Klinik. Da wird mit der Physiotherapie begonnen. Ich bekomme eine Bewegungsschiene und die nächsten 6 Wochen muss ich dann an Stöcken gehen. Nach und nach wird er lernen, sein Knie in der Physiotherapie immer mehr zu belasten. Bis der Patient nach seiner Knorpelzelltransplantation wieder völlig funktionsfähig ist, vergehen rund ein halbes bis dreiviertel Jahr. Für Tele Zürich, Dana Gablinger.